Roger Federer scheitert im Achtelfinale der US Open an John Millman, der Nummer 55 der Welt. Auch Maria Sharapova ist nicht mehr dabei, sie verlor gegen Carla Suárez Navarro. Mit dem überraschenden Achtelfinal-Aus für Roger Federer ist bei den US Open in New York der erste Titelfavorit gescheitert. Der langjährige Tennis-Weltranglisten-Erste aus der Schweiz unterlag im Achtelfinale in der Nacht zum Dienstag in New York dem australischen Außenseiter John Millman. Federer verlor 6:3, 5:7, 6:7, 7:9, 6:7, 3:7 gegen den Weltranglisten 55., der damit den größten Erfolg seiner Karriere feierte und an diesem Mittwoch im Viertelfinale auf Wimbledon-Sieger Novak Djokovic trifft. Nach dem zügig gewonnenen ersten Satz blieb Federer über weite Strecken unter seinem normalen Niveau, schlug schlecht auf und erlaubte sich bei drückender Schwüle insgesamt 77 leichte Fehler. Dennoch hatte der 37 Jahre alte Grand Slam-Rekordturniersieger seine Chancen, doch bei einer 5:4-Führung im zweiten Satz vergab er mit eigenem Service zwei Satzbälle. Im Tiebreak des dritten Durchgangs konnte der fünfmalige US Open Champion einen Satzball nicht nutzen, Halbzeit beim letzten Grand Slam des Jahres. Unsere Experten reden über das Frühjahr aus vieler deutscher Tennisprofis und die Frage, wer in diesem Jahr überhaupt den Titel gewinnen kann. Von Anna Dreher, Gerald Kleffmann und Jürgen Schmieder mehr. Der 29-jährige Millman biss sich wie im ersten Vergleich der beiden, den er nur knapp verloren hatte, ins Match und witterte seine Chance. Der Australier kämpfte an der Grundlinie um jeden Ball, schlug gut auf und spielte mutig. Federer hatte bisher bei den US Open alle 40 Spiele gegen Profis außerhalb der Top 50 gewonnen, gab aber im vierten Satz ein Break zum 4:2 umgehend wieder ab. Nach 3:35 machte Millman den Triumph perfekt, ohne danach zu feiern. Ich kann es kaum glauben, ich habe so viel Respekt vor Roger, er ist ein Held von mir, sagte Millman bescheiden. Heute war er sicher nicht in Bestform, aber ich nehme das mit. Sharapova verliert in zwei Sätzen im anderen Herren-Viertelfinale. Am Mittwoch liefern sich der Kroate Marin Cilic und der Japaner Kai Nishikori eine Revanche für das Endspiel von 2014. Der damalige US Open Champion Cilic schaltete den Belgier David Goffin mit 7:6, 8:6, 6:2, 6:4 aus. Nishikori hatte zuvor als letzten Deutschen Philipp Kohlschreiber aus dem Turnier geworfen. Titelverteidiger Rafael Nadal muss schon an diesem Dienstag gegen den Österreicher Dominic Thiem antreten, davor spielt der Argentinier Juan Martín del Potro gegen John Isner aus den USA. Für die einstige Weltranglisten-Erste Maria Sharapova, die 2006 in New York siegte, ist das Turnier auch vorbei. Die Russin unterlag der Spanierin Carla Suárez Navarro an deren 30. Geburtstag 4:6, 3:6. Nach ihrer Dopingsperre war Sharapova auch im vorigen Jahr vor der entscheidenden Phase ausgeschieden. Wenn ich sofort sagen könnte, was ich ändern muss, würde ich es tun, meinte die 31-Jährige. Suárez Navarro trifft am Mittwoch auf Vorjahresfinalistin Madison Keys aus den USA. Außerdem spielen dann die Japanerin Naomi Osaka und die Ukrainerin Lesya Zurenko gegeneinander. Osaka setzte sich mit 6:3, 2:6, 6:4 gegen die Weißrussin Arina Sabalenka durch. Zurenko rang die tschechische Außenseiterin Markéta von Trusová mit 6:7, 3:7, 7:5, 6:2 nieder. Bereits am Dienstag trifft Titelverteidigerin Sloane Stephens aus den USA auf die Lettin Anastasia Sevastova. Die langjährige Nummer 1 Serena Williams spielt dann gegen die Tschechin Karolína Plíšková. Mit Philipp Kohlschreiber scheidet der letzte der deutschen Starter bei den US Open aus. Doch keiner der DTB-Spieler macht ein Drama daraus. Von Jürgen Schmieder mehr.